Hey, ich habe gestern die 1 Million Punkte in Deathrun erreicht und dachte mir, ich mache einfach mal ein Video dazu, in dem ich auch einfach mal vielen Leuten danken will, die mich auf diesem Weg, sage ich jetzt mal, begleitet haben. Insbesondere einigen, mit denen ich öfter skype und naja, einfach ein paar besonderen Personen, sage ich jetzt mal. Also zuallererst wäre da einmal Dub. Dub war einer, den habe ich sehr, sehr früh in Deathrun kennengelernt. Also Dub, Pandi und Sky. Die kann ich eigentlich zu dritt dazu nehmen. Weil Pandi und Sky haben schon lange aufgehört, Deathrun zu spielen, aber das war so meine allererste Gang, sage ich jetzt mal. Ich bin in Deathrun reingekommen, wir hatten alle nicht allzu viele Punkte, vielleicht 100.000, obwohl das auch schon wieder eine relative Kante ist. Und ich hatte, glaube ich, da noch unter 100.000. Auf jeden Fall habe ich die da relativ schnell kennengelernt. Wir haben öfters geskypt, hatten sehr lustige Abende zusammen, in denen wir auch sehr, sehr lange geskypt haben. Und ja, das war praktisch so mein Einstieg und da hat es mir richtig Spaß gemacht, Deathrun zu spielen. Also es hat mir eigentlich immer richtig Spaß gemacht, Deathrun zu spielen, aber da ist praktisch der Spaß erst richtig aufgekommen. Unter anderem auch durch diese drei Personen, insbesondere Dub, da er mich, ich sag jetzt mal, zu ihm habe ich heute noch sehr, sehr viel Kontakt. Zu Pandi so immer mal wieder und zu Sky leider keinen mehr, aber naja, man kann nichts machen. Dann machen wir mal weiter mit Nami. Ja, Pandi und Sky waren weg und dann ist erstmal Nami dazu gekommen. Nami ist ein Mädchen, die ist manchmal ein bisschen verrückt, manchmal ein bisschen lustig, manchmal alles Mögliche. Und ja, es war einfach so, man hat relativ viel Zeit miteinander verbracht, man hat relativ oft geskypt und so, man hat über alles Mögliche geredet und insbesondere natürlich über Zocken und so, bla bla. Aber es war ja einfach eine unglaublich lustige Zeit mit ihr und es sind viele Nami-Witze aufgekommen, die noch lustiger waren, aber die sind dann insbesondere erst mit Dave gekommen. Wer ist Dave? Dave ist ein lustiger Russe, der gern tryhardet. Ich glaube, so kann man ihn ganz gut zusammenfassen. Also, nein, er ist einfach ein lustiger Typ, mit dem man auch mal ganz gern zusammenspielt. Manchmal übertreibt er ein bisschen, wenn er so seinen Tryhard raushängen lässt und so ein bisschen so, ja, so und so viele Punkte, bla 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 und diesen Rekord, bla bla bla. Und da denkt man sich so, Dave, du kannst jetzt auch mal die Klappe halten. Aber so sind die Menschen halt, ne? Da kann man nichts machen. Nein, aber es macht ansonsten immer sehr viel Spaß, mit Dave zu skypen. Und selbst wenn er ein bisschen eklige Hits gibt, kann man auch mal ab und zu mal eine Runde Skywars gegen ihn spielen. Am liebsten natürlich mit ihm. Und ja, da ist halt eben Nami auch sehr oft dabei, sage ich jetzt mal. Oder Dave ist relativ oft bei mir und Nami dabei. Ich weiß nicht ganz genau, woher das immer kommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, macht es auch sehr viel Spaß. Dann kommen wir mal zu ein paar Englischen. Und zwar einmal Bismarck und Garg. Das sind so zwei Zwillinge, die hatten erst ganz, ganz wenig Punkte und dann waren die schon verflucht gut. Und vor allem Bismarck ist als Moderator extrem hilfreich. Und ich hasse alle Leute, die sagen, dass die Hive-Moderatoren einfach richtig inkompetent sind oder so. Denn Bismarck ist so das Kompetenteste an Moderator, weil ich je auf Hive gesehen habe. Also das Ding ist natürlich, er kennt sich jetzt zum Beispiel nicht mit SG aus oder so, aber er ist einfach, was Deathrun angeht, er kennt sich gut aus. Er weiß ganz genau, wie und wann er die ganzen Leute bannen muss, was legit ist, was nicht legit ist und alles Mögliche. Und das ist einfach eine extrem coole Art und es ist extrem cool, so einen Moderator, sage ich jetzt mal, in Deathrun zu haben. Und an sich ist es extrem cool, immer wieder mit ihm zu schreiben. Er ist ein netter, lustiger, offener Typ, der immer wieder für einen Scherz zu haben ist und ja, macht Spaß. Amy ist der Twin von Nami, also Twin im Sinne von, die sind so eine Zeit lang durch dick und dünn gegangen. Ich glaube, das tun sie immer noch. Aber ich sehe das gerade nicht mehr so. Aber auf jeden Fall, ja, Amy ist immer wieder so bei Nami dabei gewesen und es macht immer extrem Spaß, sie ragen zu hören, falls sie irgendwo in Deathrun stirbt. Und ja, ansonsten ist sie einfach eine sehr lustige und nette, ein sehr lustiges und nettes Mädchen. Und ja, sie ist halt Amerikanerin. Und genau, Bismarck und Garg, die sind beide auch Englisch, weshalb sie das hier alles vermutlich nicht verstehen. Aber es sind halt Leute, mit denen es trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat zu skypen. Und ja. Also Bismarck und Garg, mit denen habe ich noch nicht geskypt, aber BG Bros, mein Lieblingsfranzose. BG Bros ist, ja, er war eine Zeit lang, er war relativ lang erster Platz in Death Run, aber ich glaube, so extrem gesuchtet hat er nie. Er hat immer so kontinuierlich halt gespielt und er ist einfach ein sehr lustiger Typ, vor allem im Chat immer wieder in Death Run, macht es immer wieder Spaß mit ihm zu schreiben und was er sich da immer wieder ausdenkt und was weiß ich etwas. Er ist ein guter Spieler. Er ist, ja, ich weiß nicht, was ich alles über ihn sagen kann. Wir haben tatsächlich nicht allzu oft geskypt, aber ab und zu. Und man hat sich halt so gegenseitig mal wieder unterstützt. Und da hat er einmal seine Arcade-Suggestion gezeigt oder so. Und
Da gab es da mal eine Story und da mal eine Story. Und es war einfach, ja, es gab viele verschiedene nette Situationen mit ihm zusammen. Und da hat er hier auch einen Platz verdient, sage ich jetzt mal. Und dann kommt Darkman. Darkman64, mein Lieblingsschwede. Ist jetzt auch nicht allzu schwer, weil ich nur einen einzigen Schweden kenne, das ist er halt. Aber er ist mein Lieblingsschwede und da ist er wenigstens etwas wert, oder? Man weiß es nicht, auf jeden Fall. Darkman ist inzwischen auch schon Moderator und ist einfach cool zu sehen. Er war einfach extrem lange Non-Premium und dann ist er halt eben Premium geworden. Und jetzt letztendlich sogar Moderator und ist einfach cool, ihm da so auf dem Weg so ein bisschen die ganze Zeit begleitet zu haben. Und früher war Darkman so einer, ja, für mich war Darkman Skill, sage ich jetzt mal. Er hat die ganzen krassen Sprünge auf High City gemacht. Er hat den und den Rekord da rausgeholt. Und das war einfach, da habe ich mir so gedacht, boah, der Typ ist echt gut und so. Auf jeden Fall ist er heute immer noch ein extrem guter Spieler, ist einfach kontinuierlich gut geblieben. Und ich habe ein paar Mal mit ihm geskypt und das ist ein sehr smarter Typ, der sehr nett ist und er hat so eine entspannte Art, sage ich jetzt mal, und das ist, keine Ahnung, einfach cool, so jemanden zu haben, mit dem man so ab und zu mal skypen kann. Und ist auch cool, dass er halt und da hat man halt auch über ihn mal so ein bisschen die Herobrine Community kennengelernt und ja, es hat eben Spaß gemacht, so da auch mal ein bisschen reinzukommen und die ganzen Leute mal kennenzulernen. Ja, einfach ein cooler Typ. Und einer habe ich mir dann noch für das Ende aufgespart und das wäre die liebe Michi, aka XPQRV, keine Ahnung. Ich glaube, sie ist da auf der Tastatur eingeschlafen, das ist ja laufende Running Gag, ihr Name, auf jeden Fall. Ja, Michi ist ein sehr nettes Mädchen, weil ich vor ein paar Monaten kennengelernt habe, also relativ frisch. Und auf jeden Fall hat es immer wieder Spaß gemacht, auch mit ihr zu skypen und ja, es hat eben das relativ Neues, sage ich jetzt mal. Und ich habe gedacht, dadurch, dass ich in der letzten Zeit so oft mit ihr skype, was heißt so oft, also im Vergleich, sage ich jetzt mal, etwas öfter, hat sie hier auch in der Liste einen Platz verdient und ja, dann wären wir eigentlich auch schon durch. Im Hintergrund ist ja schon mal mein Weg zu den 1.000.000 Punkten gelaufen und jetzt kommt nur noch die letzte Runde, die ich auch mit Ton habe, sage ich jetzt mal. Und ja, dann wünsche ich euch einfach mal bei der letzten Runde viel Spaß und ihr könnt am Ende einfach mal in den Chat achten. Das ist einfach mega cool, wie viele Leute mir da auch gratuliert haben und so. Und naja, dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Die sind alle da hinten. Yeah. Wow, last row action. Wow! Oh, ja. What the fuck? Ah, meine Maus, das spackt rum. Das kann nicht sein. Ja, ja. Ja, ja, meine Maus, sonst hätte ich viel mehr getötet. Ja, Jean, sneak lieber, dann sehen wir dich nicht. Hast du richtig gut gemacht. Trainiert dann gerne. Ein Kill, nice. Okay, zwei. Ich bin 5 Minuten nachher aber reingesprungen, aber. Ja. Oh mein Gott. Das hatte voll gut geklappt. Hey, warum hast du das Ding gemacht? Ja, keine Ahnung. Los, sag mir, los. Oh, mit. Was? Deck mich. Oh mein Gott. Okay. Okay. You're late. So awesome. Ja, so was das sein.